Ja, wie gesagt, kommen wir zum Vlog Nummer 2 zum Thema Ford Ranger. Und hier geht es um eine Thematik, die nicht ganz so einfach ist. Man sieht es jetzt nicht, weil wir haben hier drin nicht 100% dunkel. Aber sobald ich jetzt mit diesem Fahrzeug draußen, wenn es Nacht ist, wenn es regnet, die Kamera noch ganz leicht verschmutzt ist und ich lege dann den Rückwärtsgang ein, so wie jetzt, dann sehe ich bei Nacht, vor allen Dingen, wie schon gesagt, wenn es regnet oder wenn es schlechtes Wetter ist, relativ wenig. Und dafür gibt es natürlich eine Abhilfe. Und die Abhilfe ist folgende: Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, geht die Kennzeichenbeleuchtung aus. Das heißt, ich kann einparken, ich kann rückwärts ausparken und meine Kurve fahren, das, was ich halt benötige. Und sobald ich wieder fahre, also Drive einlege oder neutral, geht meine Kennzeichenbeleuchtung wieder an. Und genau das bauen wir jetzt ein. Und da nehmen wir euch mit. Freue ich mich drauf. Würde ich sagen, gehen wir raus, schalten wir das Licht wieder ein und dann legen wir los. Bis gleich. Ja, und zwar nimmt man dazu diese Box. Diese Box kostet knapp 55 Euro. Ist eine Schraube dabei, ist ein Blutsauger dabei. Davon halte ich nicht viel, werden wir auch nicht nehmen. Wir werden das nachher sauber verlöten. Aber diese Box ist nachher dafür zuständig, dass, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, dass die Kennzeichenbeleuchtung ausgeht. Dass ihr, wie ich gerade erwähnt habe, bei schlechtem Wetter, bei Regen, wo die Sicht relativ schlecht ist beim Rückwärtsfahren, einfach wieder besser seht. Ja? Der erste Step jetzt ist, wir müssen die Scheinwerfer links und rechts ausbauen. Warum rechts, erkläre ich euch nachher. Da wird noch ein Kabel rübergelegt auf den Rückfahrschalter, denn das Rückfahrlicht, das im Endeffekt rechts drüben ist. Deswegen bauen wir jetzt beide Scheinwerfer aus. Und dann nehmen wir euch jetzt gleich mit. Bis gleich. Ja. So, fangen wir am rechten Scheinwerfer an, um den Scheinwerfer zu lösen. Der Scheinwerfer ist auf der Außenseite der Karosse nur eingeklipst. Löst ihr diese beiden, in dem Fall ein Torx 30, dann löst ihr die Schrauben. Wir haben natürlich die Schrauben jetzt mal schon vorgelöst, lediglich aber die Schrauben am besten in eine Schächtele. Das werden wir auch gleich machen. Wenn die gelöst sind, dann ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, weil man kann natürlich auch viel kaputt machen. Wir sind jetzt live dabei, ich mache das bei dem Auto zum ersten Mal. So, ausgeklipst haben wir es. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt den Stecker und das komplette Licht. Den Stecker werden wir jetzt trennen, dann gehen wir rüber auf die linke Seite und dann geht es gleich weiter mit dem Verstecken oder mit dem Einbauen von der Box. Die wird nämlich links drüben platziert, da ist genügend Platz und dann geht es weiter. So, wie ihr seht, passt die Box ganz genau unter das linke Licht, also passt genau. Hier haben wir die Box, die Kabel, in dem Fall das schwarze Kabel, ist hier oben und zwar sind da die Unterlagen oder die Schrauben und die Unterlagen und die Muttern dabei, dass ihr das befestigen könnt. Da steckt ihr von hinten rein und das Auto legen, nach oben fassen, Schraube durchstecken und befestigen. Und die anderen drei Kabel, das rote, das geht nachher auf die rechte Seite zum Rückfahrscheinwerfer und die zwei gelben legt ihr durch das Loch hier, wie ihr seht, nach unten. Das wird nachher angeschlossen an der Kennzeichenleuchte, jeweils links und rechts, und der rote geht rüber auf die andere Seite. Das verlegen wir jetzt mal und dann schalten wir euch gleich wieder dazu. Bis gleich. So, bevor ich es vergesse, wir wollten eigentlich schon drüben auf der rechten Seite sein. Zieht bitte das Kabel noch mal ein Stück zurück, beziehungsweise die drei Leitungen, in dem Fall die beiden gelben. Das rote isoliert es auf ein Stück von ja, so 5 bis 10 cm ab. Die Kante oder die Durchführung ist zwar nicht scharfkantig, aber sicher ist sicher. So, und jetzt gehen wir wieder ab rüber. Bis gleich. So, jetzt seht ihr oben den silbernen Stecker. Befindet sich hier. Den steckt ihr jetzt aus, trennt ihr und dann sucht ihr die Seite, wo Richtung Kennzeichenbeleuchtung geht. In diesem Fall das Gegenstück hier.
Dann isoliert er das ein Stück ab, macht die Schutzummantelung weg, so circa 10 cm. Geht vom Stecker ein Stück weg, kappt das gelbe Kabel. Wichtig ist nur, dass ihr schaut, weil manchmal passt die Kabelfarbe nicht, dass ihr eben den richtigen Ausgang nehmt. Das heißt, ihr guckt, wo geht das gelbe Kabel am Eingangsstecker rein, geht hinten auch wieder das richtige Kabel raus. Wenn nicht, wenn das schwarz ist, müsst ihr halt dieses Kabel nehmen. Auf jeden Fall dieses Kabel gegenüberliegend vom gelben Eingang kappen, ein Stück Luft lassen und dann steckt ihr diese Steckverbinder jeweils auf die Endstücke und macht es mit einer Zange sauber fest. Ihr könnt nach dem Abisolieren natürlich die andere Seite vorher noch verzinnen, dann hebt es wahrscheinlich ein bisschen besser, das heißt ein bisschen Lötzinn drauf und dann einpressen. Wenn ihr die zwei angeschlossen habt, dann geht es weiter ans rote Kabel, aber dazu gleich mehr. So, jetzt sind wir hier auf der rechten Seite. Das rote Kabel unterm Fahrzeug legen, sauber mit Kabelbinder einfach sauber festmachen. Und dann könnt ihr das Rücklicht wieder einbauen, beziehungsweise vorher erst dieses rote Kabel mit diesem Kabel verbinden. Wir werden es jetzt verlöten. In diesem Set ist aber ein Blutsauger mit dabei. Kann man auch machen, dann mit Isolierband umwickeln. Aber wir werden es sauber verlöten. Dann werden wir den Scheinwerfer wieder einbauen. Auf der linken Seite ist er schon eingebaut. Und dann würde ich sagen, geht's live für euch ab in den Innenraum. Nicht gespielt, wird man probieren, ob es passt, ob es funktioniert und wir alles richtig gemacht haben. Also, bis gleich. So, Rückleuchten sind jetzt auf beiden Seiten wieder eingebaut. Alles ordentlich verlegt, alles festgemacht mit Kabelbinder am Unterboden. Alles abisoliert. Denkt auch dran, dass ihr in den ganzen Durchführungen zur Sicherheit abisoliert. Und jetzt gehen wir, wie vorher versprochen, ab in den Innenraum. Nehmen wir euch live mit und probieren wir es aus, ob es funktioniert hat. Dann bis gleich. So, dann würde ich sagen, sind wir mal gespannt. In dem Fall reicht entweder Zündung an oder so wie ich es jetzt mache, das Fahrzeug laufen lassen. Wir gehen aber gleich auch noch nach hinten, dass ihr es seht, weil ich kann die Kamera quasi, also die Rückfahrkamera quasi, wie der Name schon sagt, bei diesem Fahrzeug nur aktiv, wenn ich auch im Rückwärtsgang bin. Es gibt natürlich Fahrzeuge, da kann ich die Kamera auch während dem Stehen einschalten, wenn ich Surround View habe und kann dann schauen, wie ich stehe oder wie viel Platz ich noch habe. Das geht beim Ford Ranger leider nicht. Aber jetzt wollen wir hier gar nicht groß weiter rumdebattieren. Ihr seht, das Fahrzeug läuft. Ja. Wir sind jetzt aktuell gerade in der Fahrstufe D. Aktuell ist das Licht an, aber das sehen wir gleich hinten. Jetzt gehe ich hoch auf den Monitor, springe jetzt von D in N, von N in R. Die Rückfahrkamera geht an und siehe da, das Rücklicht ist aus, beziehungsweise nicht das Rücklicht ist aus, sondern die Kennzeichenleuchte ist aus. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz ab nach hinten und dann schauen wir uns das doch noch mal an, wie es hinten aussieht. Wir lassen das Auto jetzt gerade kurz laufen, das stört nicht weiter auf dem Video, beziehungsweise doch, wir machen das Fahrzeug aus und schalten nur die Zündung ein. Jetzt gehen wir ab nach hinten. Bis gleich. So, jetzt stehen wir aktuell, wie versprochen, hinterm Auto, weil ich es euch im Fahrzeug nicht zeigen kann. Warum, habe ich euch schon erklärt. Wir haben jetzt aktuell nur die Zündung an, befinden uns, in dem Fall haben wir ein Automatikgetriebe in P. Jetzt mal in den Rückwärtsgang. So, ihr seht, rechts geht Rückfahrscheinwerfer an, seht ihr hinten an der Wand und das Licht ist aus. Jetzt gehen wir mal weiter in D, in Drive. So, jetzt ist das Licht wieder an. Gehen wir nochmal von Drive in rückwärts. Licht ist wieder aus. Also, jetzt können wir in P. Hat wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Wenn ihr sowas auch haben möchtet, das liegt bei knapp um 55 Euro. Das habe ich bereits schon erwähnt mit der Box. Zum Verlegen ist es relativ einfach. Wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat, dann kann man das auch alleine machen. Wenn nicht, ab in die Werkstatt,
macht es euch sicherlich definitiv. Ich werde euch unten mal einen Link noch einfügen, woher man das beziehen kann. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen erholsamen Abend. Ich freue mich auf eines meiner nächsten Videos. Dort geht es dann um den Flock 3. In dem Fall geht es da darum, dass man die Heckklappe beim Ranger immer abschließen muss. Da wird man Abhilfe schaffen. Ihr dürft gespannt sein und wir sehen uns dann im Flock 3. Bis dann. Ciao.